Jo liebe Leute, Theo hier mit einem neuen Mario Odyssey Video und zwar heute drei neue Glitches aus Mario Odyssey, die ich euch noch nicht gezeigt habe, die auch relativ unbekannt sind und ziemlich verrückt sind. Die sind alle drei nicht so schwer und ich werde euch jetzt zeigen, wie sie funktionieren. Und falls ihr kein Video verpassen wollt zu dem Thema Mario Odyssey, Smash Bros. Oder Mario Maker, dann abonniert den Kanal. Der erste Glitch, den ich euch zeige, ist wirklich sehr, sehr cool, denn ihr könnt das Seeland, denn dort genau ist der Glitch, von außen rum out of map erkunden. Und das ist auch der Glitch, wo oft der Luftballon versteckt ist, der out of map ist. Und zwar zeige ich euch, wie es geht. Ihr müsst einmal hier, und das geht auch während der Ballonjagd, euch einen Cheep-Cheep nehmen. Dann müsst ihr hier einen Holzpfeiler wegnehmen und dann könnt ihr oben einfach mit dem Cheep-Cheep an die Wand schwimmen, dort oben links in der Kante, und dann müsst ihr einfach ZR drücken, um aus dem Cheep-Cheep rauszugehen, und schwuppdiwupp schwimmt ihr schon in der Wand, könnt raus, und ihr seht hier, man kann wirklich raus schwimmen oben. Man sieht das Seeland, eine riesige Wand, man kann dort einfach rumschwimmen, aber irgendwann kommt die Todeszone, da stirbt man leider. Aber auf jeden Fall ein cooler Glitch. Der zweite Glitch, den ich euch zeige, ist im Cityland, also New Donk City im Metro Kingdom. Dort geht ihr einmal dieses Gebäude, hier ist eine offene Tür, dort geht ihr rein und dort ist ja diese Passage, wo man abhauen muss vor dem T-Rex. Und falls ihr ein Video haben wollt, wie ich vor dem T-Rex abhaue, und zwar ohne den Motorroller, ja Leute, es ist möglich, ich habe es schon mal im Stream geschafft, aber ich wollte dazu nochmal ein extra Video machen, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, dann kommt das Video, eine kleine Challenge, ohne den Roller vor dem T-Rex abhauen. Und zwar gibt es hier auch einen kleinen Out-of-Map-Glitch, wenn ihr dort an den Mülltonnen einfach eine Stampfattacke einsetzt zwischen den Mülltonnen und dann schnell schüttelt oder halt Y für eine Rolle drückt, backt ihr durch die Wand. Und ihr könnt sogar dort stehen bleiben. Ich habe es zwei, dreimal probiert, durch die Wand zu kommen, aber habe es nicht geschafft, rechtzeitig stehen zu bleiben. Ich bin jedes Mal runtergefallen hinter der Wand, aber es ist auf jeden Fall ein kleiner Glitch. Falls ihr es schaffen solltet, dort hinter der Wand stehen zu bleiben, bitte ich euch, es mir auf Twitter zu schicken. Der letzte Glitch ist wirklich cool, denn Mario kann damit in der Luft schweben. Und ich zeige euch, wie es funktioniert. Ich habe den guten Glitch von DGR, meinen guten Kollegen, der ja auch ab und zu was von mir nimmt. Ich nehme was von ihm ab und zu, aus dem amerikanischen Bereich. Und zwar mit diesem Glitch, Leute, könnt ihr einfach so in der Luft schweben. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Und zwar müsst ihr hier im Sand Kingdom an dieser Palme mit diesem Sprung, also erstmal Cappy werfen, dann müsst ihr auf Cappy springen und dann nochmal einen Cap Dive. Und ihr müsst perfekt oben an der Spitze des Stammes von der Palme landen. Und wenn ihr denn so aussieht wie ich gerade, so schief, dann könnt ihr einfach den Analogstick nach links tappen und ihr seht, Mario schwebt in der Luft. Ein wirklich cooler Glitch, der aber wirklich nicht so leicht ist. Das ist wirklich einer der schwersten. Von den dreien ist er auf jeden Fall der schwerste. Und ihr braucht dafür einen Spielstand, wo ihr die Wüste noch nicht von dem Eis befreit habt. Sprich, die ganze Wüste muss noch mit dem Eis bedeckt sein. Ihr braucht halt diesen Anlauf. Ihr müsst auch von der Seite an die Palme springen. So Leute, jetzt noch eine kleine Aufforderung an euch, an meine Community, an meine Freunde. Und zwar bitte ich euch, mir krasse Maps zu schicken oder sogar zu bauen von Mario Maker. Wenn ihr Super Mario Maker Maps gebaut habt oder allgemein schwere kennt, dann schickt mir sie bitte auf Twitter oder auf Instagram. Ich werde die nämlich in Form eines Videos aufnehmen, die schwersten, und das alles lustig für euch zusammenschneiden. Ist mal ein bisschen was anderes, ansonsten kommen noch Smash-Videos demnächst. Ich bin damit erstmal raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.